So, ich möchte Ihnen das erste Beispiel erklären und dabei handelt es sich um ein Beispiel, bei dem ich in einer Liste einen Namen suchen möchte. Wir hatten ja schon über Listen gesprochen, über Listen in der Programmiersprache Python, dass man die entsprechend aufbauen kann. Und da hatten Sie auch schon einmal ein Konstrukt in dieser Art gesehen. Das bedeutet, dass ich jetzt eine Variable anlege. Die Variable heißt Namensliste. Und Variable, wenn wir uns erinnern, was heißt das, eine Variable anzulegen? Wir reservieren uns ein Stück Speicher und schreiben da mit einem kleinen Klebezettelchen einen Namen dran, sodass wir das in unserem Programm besser verstehen können, dass wir nicht irgendwie eine Adresse schreiben müssen, sondern dass wir wissen, dieser Speicherbereich hört auf einen bestimmten Namen. Und diesen Speicherbereich nutzen wir jetzt, um eine Liste abzuspeichern und hier ganz speziell eine Liste von 5 Namen. Da sehen Sie, da tauchen insgesamt 4 unterschiedliche Namen auf und der Name Hans taucht hier 2-mal auf. Insgesamt eine Liste von 5 Namen und mit der möchten wir jetzt ein paar Sachen anstellen. Als erstes möchten wir hier den Nutzer etwas fragen und zwar möchten wir den Nutzer fragen, welchen Namen er in dieser Liste gern suchen möchte. Also ob ein bestimmter Name auftaucht oder er ist an einem bestimmten Namen interessiert und dann soll dieser Name zunächst mal entdeckt werden in der Liste und es soll damit geprüft werden, ob der vorhanden ist. Und um diese Nutzereingabe abzufordern, wissen wir, können wir das Input nutzen und das Ergebnis des Inputs stecken wir in eine neue Variable, also wieder in ein anderes Stück Speicher, wo wir uns dann den eingegebenen Namen speichern. Und wir fragen den Nutzer mit dieser Ausgabe, welcher Name wird gesucht nach diesem Namen. Und dann landet der eingegebene Name in der Variable gesuchter Name. So, und jetzt müssen wir, wenn wir uns das erstmal verdeutlichen vom Algorithmus her, jetzt müssen wir über diese Liste, Namensliste, gehen, über alle einzelnen Elemente und jedes einzelne Element vergleichen mit dem gesuchten Namen. Ja, dann prüfen wir also das nullte Element, Frieda, ist der nullte Name gleich dem Namen, der eingegeben wurde, gleich dem gesuchten Namen. Wenn ja, dann haben wir den gefunden, wir geben was aus. Wenn nein, dann gehen wir zum nächsten Namen. Nächster Name Hans, gleiches Spiel, wir vergleichen. Wenn das der gesuchte Name ist, dann geben wir das aus. Wenn nicht, dann soll uns hier die Ausführung weiter zum nächsten Namen bringen. Und das machen wir, indem wir eine Schleife aufbauen. Und bei Schleifen wissen Sie, dass es verschiedene Arten gibt. Ich nehme jetzt mal eine Vorschleife und gehe über die Namensliste und jeden Namen, den ich mir herausgreife aus der Namensliste, packe ich in eine Variable, die heißt jetzt ein Name in Namensliste. Ja, Sie sehen, das ist die Variable, die wir hier oben schon angelegt haben. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man zu dem Variablennamen ein Name? Der Variablenname, den Sie hier jetzt vergeben, ist für die eigentliche Ausführung völlig bedeutungslos. Sie könnten hier auch den Variablennamen XYZ geben, ja, oder A oder Name oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass wir einen Variablennamen uns reservieren, mit dem wir dann in der Folge im eigentlichen Schleifenrumpf arbeiten und wo wir den Vergleich dann versuchen herbeizuführen. Wir nennen das mal einen Namen, weil das relativ gut sprechend ist für das, was wir hier machen. Wir suchen uns nämlich einen Namen aus der Namensliste heraus durch dieses Durchlaufen. Und am Ende dürfen wir den Doppelpunkt nicht vergessen. Nach dem Doppelpunkt schließen wir ab mit Enter. In Sony wird dann gleich die Einrückung gemacht, die Einrückung dafür, dass wir jetzt uns hier im Schleifenrumpf befinden, also in dem Teil, wo die Anweisungen wiederholt ausgeführt werden, solange wir uns in diesem Bereich bewegen müssen. So, und dann hatte ich ja gesagt, wir müssen prüfen, wir müssen vergleichen, ob der Name, den wir gerade mit einem Namen haben, gleich dem gesuchten Namen ist. Und das machen wir, indem wir eine Bedingungsprüfung aufbauen. Die Bedingungsprüfung geht auf einen Namen, also der Name, den wir hier gerade greifen. Und wir prüfen, ob der gleich ist dem gesuchten Namen. Sie sehen, dass ich das hier immer relativ schnell ergänze. Das kann man mit Steuerung und Leertaste machen. Dann werden vorhandene Variablen hier automatisch ergänzt. Und wenn es mehrere gibt, wird eine Auswahlliste gezeigt. So, und wenn jetzt dieser Einname gleich dem gesuchten Namen ist, dann müssen wir etwas Bestimmtes machen.
jetzt wieder die Einrückung. Das, was gemacht wird, wenn diese Bedingung zutrifft, platzieren wir jetzt hier an dieser Stelle. Und was wollen wir machen? Wir wollen ausgeben, dass dieser Name vorhanden ist. Also Name und dann nochmal den Namen erwähnen. Gesuchter Name ist in Liste vorhanden. So, das sei die Ausgabe. Und nach dieser Ausgabe möchten wir diese Schleife abschließen mit Break. Break bedeutet, dass wir aus dieser Schleife herausgehen, also aus dieser Vorschleife herausgehen und dass wir dann diese Schleife für abgebrochen betrachten. Und das sei es jetzt schon gewesen für unsere erste Analyse. Also wir möchten den Namen suchen und dann auch ausgeben, wenn der Name auftaucht. So, und das starten wir einfach mal. Und wir geben also jetzt mal ein, welchen Namen wir suchen. Wir suchen vielleicht den Namen Klaus. Und was erwarten wir jetzt, wenn der Name Klaus eingegeben wird? Wir erwarten, dass diese Ausgabe Name Klaus ist in Liste vorhanden, dass diese wirklich passiert. Und passiert tatsächlich. Name Klaus ist in Liste vorhanden. Wir machen jetzt nochmal das Gegenbeispiel. Also wir starten nochmal und geben vielleicht ein Bertha. Ja, Bertha ist offensichtlich in der Liste nicht vorhanden und deswegen erwarten wir jetzt keine Ausgabe, dass der Name vorhanden ist. Ja, und genauso passiert es auch. Diese Ausgabe wird uns nicht gegeben, so wie im vorherigen Durchlauf. Gut, was passiert jetzt, wenn wir das mit Hans machen? Ja, mit Hans wird es natürlich auch gefunden werden. Das Interessante ist an dem Namen Hans, dass der zweimal auftaucht. Name Hans ist in Liste vorhanden, das ist erstmal richtig. Und später fragen wir uns noch, ob der Name vielleicht mehrfach vorhanden ist. So, und jetzt können wir vielleicht noch daran interessiert sein, dass wir die Stelle uns ausgeben, an der der Name vorhanden ist. Also der Name Hans ist beispielsweise an der Stelle 2 vorhanden und mit Index 1. Und der Name Hans ist an der 5. Stelle mit dem Index 4 vorhanden. Also Sie müssen aufpassen, dass Sie mit 0 beginnen zu zählen. Deswegen hier diese Besonderheit bei der Benennung der Stellen. So, und jetzt haben wir natürlich bei der vorherigen Schleife den Index nicht mit in der Hand gehabt, sondern wir haben nur die Namen jeweils rausgenommen, ohne uns für die jeweilige Stelle zu interessieren. Und um den Index auch mitzunehmen, müssen wir jetzt eine leicht andere Schleife aufbauen. Wir müssen nämlich eine Schleife mit dem Durchlaufen der unterschiedlichen Indizes aufbauen. Und dafür können wir eine Schleife nutzen, bei der wir über den Bereich gehen von 0 beginnend, also von der 0. Stelle in unserer Liste. Nochmal zur Erinnerung, 0. Stelle in unserer Liste ist der Name Frieda. Und wir laufen bis zur 0, 1, 2, 3, 4. Stelle. Die 4. Stelle muss noch drin sein in unserer Schleifenbearbeitung. Und das können wir erreichen, indem wir die Länge der Liste uns geben lassen. Hier wurde vorgeschlagen, was genutzt werden soll als Variablenname. Und Länge der Liste können wir mit Namensliste uns hier holen. Und wir schauen uns nochmal ganz genau an. Ich hatte in einem vorherigen Video dieses Len auch als Funktion kurz erläutert. Das Len bedeutet, dass wir hier die Anzahl der Elemente zurückbekommen. Und in Zusammenhang mit dem Range bedeutet das, dass wir hier eine 5 eintragen würden. Also hier wird bei der Funktion len tatsächlich angefangen mit 1 zu zählen, weil wir die Anzahl der Elemente angeben müssen. Wenn wir mit 0 beginnen würden zu zählen, dann würde bei der Funktion len eine 0 zurückgegeben werden, sowohl wenn ein Element drin vorhanden ist, als auch wenn 0 Elemente drin vorhanden sind. Und das wäre eine Doppeldeutigkeit, die hier nicht günstig ist. Deswegen wird bei der Funktion len mit 1 begonnen zu zählen. Und dann würden wir für unsere Liste eine 5 zurückbekommen, weil wir 5 Namen drin haben. Oder 5 verschiedene Elemente. So. Und
Jetzt in Zusammenhang mit der Funktion Range muss man noch beachten, dass die Funktion Range die zweite Zahl, die hier angegeben ist, also das, was wir durch die Funktion len hier einfügen, die 5, die wir durch die Funktion len einfügen, das ist die Zahl, die als erstes nicht mehr hineingenommen wird in diese Range, in diesen Bereich. Wir notieren dann also 0 bis 5, Range in Klammern 0 bis 5, und tatsächlich wird dann die Schleife durchlaufen von 0 bis 4. Und das sind genau unsere Indizes, die wir brauchen, um 0, 1, 2, 3, 4 Elemente auch wirklich abzurastern in unserer Liste. Ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber das ist in der Informatik häufig so mit der Zählung, mit der Anzahl, dass man sich da genau Gedanken machen muss. So, und jetzt haben wir sozusagen dieses i als Index für das Element, was wir dann jeweils in der Hand haben wollen. Und das nutzen wir jetzt, um wieder den gesuchten Namen zu vergleichen, wie mit einer Bedingungsprüfung. Und wir schreiben jetzt mal zuerst den gesuchten Namen, um zu sehen, dass das auch in der umgekehrten Reihenfolge geht. Und wir schreiben wieder das doppelte Ist-Gleich für den Vergleich. Wir fragen also, ob gesuchter Name gleich einem bestimmten Wert auf der rechten Seite ist. Und auf der rechten Seite möchten wir uns jetzt aus der Namensliste das Element an der Stelle i herausgreifen. An der Stelle i ist jetzt variable und hängt davon ab, welchen Wert i gerade eingenommen hat. Beim ersten Durchlauf wird das die Stelle 0 sein. Beim zweiten Durchlauf wird das die Stelle 1 sein. Danach Stelle 2 und so weiter. Bis zur Stelle 4, bis wir den letzten Durchlauf machen. Und das heißt, dass wir uns hier gedanklich schon diese Durchläufe vorstellen müssen und dann überlegen müssen, was passiert. Wenn wir jetzt einen Namen haben in der Namensliste, der gleich dem gesuchten Namen ist, dann wollen wir wieder diese Ausgabe machen mit dem Print, dass an der Stelle i dieser Name gefunden wurde. Und das machen wir auch, indem wir dann aufschreiben, Print an der Stelle, jetzt fügen wir das i ein, weil das die aktuelle Stelle ist, über die wir gerade reden, in diesem Schleifendurchlauf, steht der Name und dann fügen wir noch den Namen ein, den wir gesucht haben. Und dann ist das unsere Ausgabe, die uns auch noch die Position von unserem gesuchten Namen ausgibt. Und jetzt machen wir wieder das Break und schließen damit dieses Durchlaufen ab. Ja, dann haben wir diese Liste durchlaufen mit der Schleife und den Namen dann ausgegeben und die Position auch ausgegeben. Das führen wir jetzt mal aus. Und wir geben ein, welcher Name wird gesucht. Wir suchen jetzt mal den Namen Klaus. Sie sehen jetzt die zwei Ausgaben. Die erste Ausgabe von der ersten Liste. Name gesuchter Klaus. Name Klaus ist in Liste vorhanden. Ja, das ist diese Zeile. Und an der Stelle 3 steht der Name Klaus. Ja, jetzt gucken wir nochmal genau in die Liste. An der Stelle 3 bedeutet, wir müssen mit 0 beginnen zu zählen. 0, 1, 2, 3. Stimmt also, Klaus steht an der Stelle mit dem Index 3. Und diese Ausgabe kommt aus diesem Print, wurde also bei i gleich 3 der Name Klaus, den ich eingegeben habe, gefunden, auch in der Liste als Element an der Stelle 3. Und deswegen wurde hier verzweigt in diese Zeile 12 und dann wurde diese Ausgabe hier getätigt. Für die anderen Zeilen wurde diese Ausgabe nicht gemacht, weil diese Namen Frieda, Hans, Barbara eben nicht dem Namen Klaus gleich sind. So, und jetzt können wir nochmal einen etwas anderen Test machen, nämlich, dass wir den Namen Hans jetzt einmal suchen und prüfen, an welcher Stelle der vorkommt. Und da sehen wir, an der Stelle 1 steht der Name Hans. Wenn Sie jetzt aber oben in der Namensliste schauen, der steht auch an der Stelle mit dem Index 4. Also an fünfter Stelle mit dem Index 4. Wie kommen wir jetzt dazu, dass wir vielleicht auch diese letzte Stelle noch finden? Ja, und dass wir dann alle Stellen, an denen der Name vielleicht auch mehrfach auftaucht, uns merken können?
Das können wir jetzt mit diesem Programm noch nicht machen. Aber wir können uns eine kleine Erweiterung bauen, indem wir nämlich nochmal über diese Liste gehen und uns alle Stellen merken, an denen der Name aufgetaucht ist. Ja, und wir bauen dafür nochmal eine weitere Schleife auf. Die Schleife ist jetzt genauso wie das, was wir schon hatten. Deswegen können wir uns das kopieren. Und wir vergleichen wieder, ob der Name, der gesuchte Name, gleich dem Namen an der Position I ist. Ja, genau gleich wieder. Und statt jetzt aber die Ausgabe zu machen, wollen wir jetzt erstmal die Indizes aufsammeln, an denen dieser Name vorkommt. Und um die Indizes aufzusammeln, sozusagen sich alle Indizes zu merken, die hier zutreffend sind für diesen Namen, müssen wir eine neue Variable anlegen. Ich nenne die mal Indizes und die initialisiere ich als Liste, weil ich hier verschiedene Werte von i darin speichern möchte. Und jetzt nutze ich diese Liste, diese initialisierte Liste Indizes, um jeweils, wenn ich den Namen finde, das aktuelle i darin abzuspeichern. Also mache ich an dieser Stelle eine Funktion, die wir schon vorher mal kurz angeschaut hatten, die Funktion append. Die hängt etwas an eine Liste. Und hier in unserem Fall möchten wir den aktuellen Wert von i anhängen, um uns zu merken, dass an dieser Stelle jetzt gerade der gesuchte Name aufgetreten ist. So, und dann sparen wir uns das jetzt mal mit der Ausgabe. Wir sammeln erstmal nur die Indizes auf. Und für die Ausgabe machen wir vielleicht jetzt mal eine kleine Schleife noch, womit wir nochmal über alle aufgesammelten Indizes gehen. Wir machen eine kleine Ausgabe, dass wir jetzt diese Stellen ausgeben, an denen der Name auftaucht, und laufen jetzt über die Liste Indizes. Wieder mit einer Vorschleife. Vielleicht ein Index in Indizes. Und wir machen ein Print für den jeweiligen Index, den wir dann auffinden an der jeweiligen Stelle. So, das führen wir aus und geben jetzt den Namen ein. Wir starten gleich mal mit dem Hans, weil das ja der interessante Name für diese Mehrfachsuche ist. Und jetzt müssen wir Acht geben auf diesen letzten Teil der Ausgabe. Der gesuchte Name taucht an folgenden Stellen auf, 1 und 4. Also an den Stellen mit den Indizes 1 und 4 taucht der Name Hans, den ich eingegeben hatte, auf. 0, 1, richtig. 2, 3, 4, auch richtig. Damit haben wir den Namen Hans also gefunden, auch wenn er mehrfach auftaucht. Und wir haben uns die Indizes gemerkt, an denen dieser Name auftaucht.